Guten Mittag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem weiteren Pflege-Mundhygiene-Test auf dem Kanal. Wir schauen uns heute nach längerem mal wieder eine Mundspülung an, nämlich heute die DM Dontodent Protect und Care. Bam, hier ist das gute Ding. Wir hatten die antimikrobiell oder antibakteriell schon getestet. Protect und Care klingt schon mal auf den ersten Blick sehr gut. Finde ich Preis-Leistung unschlagbar, vor allem wenn man es mit Markenprodukten vergleicht. Deshalb bin ich da sehr gespannt, auch wie das abschneidet. Protect und Care 10 in 1 Rundumschutz. 10 in 1. Nicht nur ein Schutz, 10 Schütze. Es schützt euch vor allem. So klingt es immer, ne? Aber naja, Mundspülung. Stärkt den Zahnschmelz und pflegt das Zahnfleisch. Okay. Mit Bifluorid-System zum Schutz vor Karies, ja, müssen wir uns mal anschauen, Keimreduktion und langanhaltender extra frischer Atem. Okay, ich bin gespannt, wir werden es probieren, vor allem, weil ich habe im Mundbereich auch so kleine Polypen auf der Zunge, hat sich mit dem Insektenstich seitdem zumindest entwickelt. Und ja, deshalb mal gucken, ob es sich da auch irgendwie auswirkt, bin ich sehr gespannt. Designtechnisch schön, die Farbe ist schön in Lila gehalten, ist irgendwo ansprechend. Passt halt auch zu dem Schriftzug und allem, sonst so ein Dontodent-Aufdruck mit so ein bisschen Schrift. Ist schön gemacht, also kann man auf jeden Fall, vor allem für den Preis von, ich glaube, unter 1 Euro sogar oder um die 1 Euro, kann man da wirklich nichts sagen. Und wir kommen zur Rückseite. Wir haben 500 Milliliter drin, was auch solide ist. Und ja, haben einen kleinen Text, sogar ganz schön viel Text. Schau mal, okay. Die alkoholfreie ohne Ethanol Dontodent Mundspülung Protect and Care 10 in 1 wurde speziell für die umfassende Hygiene im gesamten Mundraum entwickelt. Mit der 10-fachen Rundumschutzwirkung Wirkformel sorgt sie für ein gepflegtes, extra frisches Mundgefühl und reinigt die Mundhöhle auch an schwer zugänglichen Stellen, wo die Zahnbürste nicht hinkommt. Cool. Die 10-mal Schutzformel stärkt den Zahnschmelz, pflegt das Zahnfleisch mit Bifluoridsystem zum Schutz vor Karies. Keimreduktion wirkt effektiv gegen bakterielle Mundkeime. Da ist es halt, das ist einer der Probleme von Mundspülung. Ja, es tötet Bakterien ab, aber es tötet halt auch gute Bakterien ab. Also ja, ist halt, ne, ist immer das Schwierige bei Mundspülungen. So, langanhaltender extra frischer Atem wirkt der Neubildung von Zahnbelag entgegen, beugt Zahnstein vor, reinigt auch dort, wo die Zahnbürste nicht hinkommt, speziell in den Zahnzwischenräumen, remineralisiert und kann die Zähne schützen, unterstützt das natürliche Weiß der Zähne. Und dann haben wir noch wegen dem Bifluoridsystem, enthält Bishydroxymethylaminopropylnhydroxyethyloctadecylamindihydrofluorid. Boah. Ich glaube, das ist die krasseste chemische Verbindung, die wir je auf dem Kanal vorgelesen haben. Auf jeden Fall, das enthält im Schutz gegen Schutz vor Karies. Und bei unterstützt das natürliche Weiß der Zähne. Das Ergebnis ist abhängig von der ursprünglichen Farbe der Zähne. Ja, bei mir ja, ist so semi, ne? Naja, aber wir schauen mal. Die 10-mal Schutzformel. Ah ja, habe ich hier gerade vorgelesen. Okay. Anwendung nach jedem Zähneputzen maximal 2-mal täglich mit ca. 10 bis 20 ml. Siehe Verschlussfrage unverdünnter Dontodent Mundspülung 30 Sekunden lang spülen. Nicht schlucken. Ausrufezeichen. Nicht mit Wasser nachspülen. Ah, nicht mit Wasser nachspülen. Okay. Nur für Erwachsene. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. ToxFox hat hier keine Schadstoffe gefunden. Kennt das Produkt wenigstens. Finde ich gut. Und Yuka gibt dem Ganzen 65 von 100 Punkten und hat 5 Inhaltsstoffe mit leichtem Risiko. Also, ne, wo man sagt, naja, ist jetzt nicht so schlimm, aber sollte jetzt auch nicht, ne, zum jahrzehntelangen Gebrauch so dazuzählen. Naja, wir schauen uns das Ganze natürlich an. Ich gehe jetzt noch kurz auf die Inhaltsstoffe ein, komme zur Gesundheitsnote und dann bin ich schon selber gespannt, weil ich jetzt länger keine Mundspülung benutzt habe, wie ich damit so die nächste Zeit zurechtkommen werde. Also, Inhaltsstoffe. Wir haben als Hauptinhaltsstoff Wasser. Schon mal gut. Wenn da nicht die Hauptbasis Wasser wäre, dann wäre es aber auch blöd. Dann haben wir Sorbit. Propylenglykol als erstes leichtes Risikoinhaltsstoff, Xylit, Olafluor, oh, was war nochmal Olafluor, was weiß ich gerade gar nicht, auf jeden Fall gehört auch in den meisten Mundspülungen rein, dann Natriumfluorid, Zinklaktat, ja, immer gut, Zink, Cocamidopropylbetain, auch ein Inhaltsstoff mit leichtem Risiko, Natriumsaccharin, Zitronensäure, ein künstliches Aroma, Limonen, auch ein Inhaltsstoff mit leichtem Risiko, Natriumbenzoat, Azurubin als Farbstoff, auch mit leichtem Risiko, und Brillantblau FCF, auch mit leichtem Risiko. So, von mir gibt es als Gesundheitsnote für eine Mundspülung wohl bemerkt eine 2-. Mundspülungen insgesamt müsst ihr selber abwägen, töten viele gute Keime ab, töten aber auch die bösen Keime ab. Ja, ist
schwierig einzuschätzen, weil es gibt sehr viele gute Bakterien, aber es gibt halt auch nicht gute Bakterien. Muss man einschätzen, auch auf die eigene Mundhygiene, Gesundheit. Sprecht am besten mit eurem Zahnarzt des Vertrauens und ja, dann könnt ihr euch ein bisschen Expertenmeinung holen, weil jeder Mensch ist individuell und es wird oft unterschätzt. So, ich benutze das Ganze mal Gesundheitsnote 2-, trotzdem noch eine Gesundheitsempfehlung, ne, im Rahmen der Mundspülungen. Und ich spüle mich jetzt damit mal durch und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao, ciao. So, Leute, da sind wir wieder mit durchgespültem Mund. Sehr angenehm. Auch etwas, auch gar nicht dieses klassische Eukalyptus-Aroma, was man so sonst kennt von vielen Mundspülungen, sondern angenehm, sehr eigen. Ich merke jetzt schon, wie so ein bisschen in meinem Mundraum gearbeitet wird. Ob das jetzt so gut oder schlecht ist, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ja, ich habe früher immer mit Wasser ausgespült. Ich werde es jetzt mal so benutzen, wie es draufsteht, ohne mit Wasser auszuspülen. Ist angenehm. Angenehmes Mundspülungsgefühl. Eben nicht zu intensiv oder zu scharf oder sowas. Ja, also finde ich cool. Spülungsnote gibt's. Haut mich aber auch nicht kommen. Gibt's eine 2+, eine solide, gute Mundspülung, so rein jetzt vom Spülungsgefühl für die DM Dontodent Protect and Care. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Würde mich natürlich interessieren. Und ansonsten sehen wir uns. Wann sehen wir uns? Heute Abend wieder beim nächsten Nahrungsergänzungsmitteltest. Seid bereit. Ich wünsche euch was. Immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben. Und bis heute Abend. Ciao, ciao.